hört, sehen Sie Cottbus gespalten? Das wird zwangsläufig passieren. Aber mir geht es nicht darum. Ich will einfach mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Hier wurde gesagt, Flüchtlinge wurde genannt und Integration. Es gibt nicht einen einzigen Flüchtling in Deutschland, weil jeder, der an Leib und Leben bedroht ist und seinen Hintern über eine Ländergrenze und in diesem Fall über 7 Ländergrenzen trägt, kann niemals den Status eines Flüchtlings haben. Zweitens. Zweitens Integration. Das ist so lächerlich wie unglaublich, weil es gibt nichts zu integrieren. Und Moment, lassen Sie mich ausreden. Das wurde gesagt auf den ZDF in der Sendung Peter Hane. Da waren sogenannte Experten, die haben gesagt, es gibt nichts zu integrieren. Die Moslems, der Islam wird sich niemals integrieren. Der will nur eins, dass wir uns den unterwerfen. Und das muss man deutlich sagen. Ich würd gerne mal darauf direkt reagieren, weil ich ja versuche, hier irgendwo eine gewisse Neutralität. Ich bin ja keiner Partei an der Stelle verbunden und als Uni ist man ja so ein bisschen der weiße Rabe. Und ich überrasche jetzt hier vielleicht den einen oder anderen, wenn ich an der Stelle sage, Ihre juristische Analyse, die Sie eben gemacht haben, ist richtig. So, Das muss man an der Stelle anerkennen. Die Frage ist, ob die Entscheidung damals, die Grenzen aufzumachen, eben nicht rechtlich sozusagen abgesichert war, sondern humanitär begründet gewesen ist. Das ist eine andere Frage. Aber in Ihrer Analyse haben Sie recht.